Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge mit Polina. Ist die nicht hübsch? Schaut aus wie eine Russin. Haha. Gut, in der letzten Folge, oder besser gesagt in den letzten beiden Folgen, haben wir hier jede Menge Arbeitsaufträge aufgenommen. Von den Kristallen Lernern, okay. Wo ich jetzt gerade überlegen bin, wo wir am besten anfangen, weil wir so viele Aufgaben bekommen haben, aber ja. Wir machen einfach eins nach dem anderen und ich schaue, dass ich irgendwie die Route hier zusammenziehen kann, indem ich dann auch gleich die Ortschaften hier alle erkunde, die benötigt werden, um dieses Gebiet zu erkunden. Ich weiß gar nicht, ob mir das jetzt überhaupt angezeigt wird, dass ich das eingeloggt habe und mal erkunden. Kalimdor, Blutmythosinsel, wohl doch. Okay. Das heißt, die Quests sind... Es sind so viele Quests, dass mir der zweite Erfolg gar nicht mehr angezeigt wird, den ich angefangen hatte. Okay. Die verlorene Furt, genau. Uah, das sind ja solche dämlichen Viecher. Und ich habe mir noch gar keine Keksis hergestellt. Ich mache jetzt erstmal Keksis, genau. Genau. Da haben wir hier ein Item zum Betätigen. Hallo. Oder ist es der? Oh, es wird der sein. Gut. Den ersten hätten wir schon mal. Super. Das ist noch besser. Wenigstens habe ich mir jetzt schon Kekses hergestellt, gell? Wenigstens etwas. Also genau, wir haben hier mittlerweile so einen Schutzmantel. Stirbt die Sau. So. Schutzmantel. Ich brauche den... Ich weiß nicht, ob ich noch auf die Insel komme. Ich werde jetzt schnellstmöglichst zu der Insel kommen, laufen irgendwie, damit ich die mal erkundet habe. Ich weiß nicht so wirklich, ob ich da noch hinkomme mit diesen Aufgaben. Wenn ja, war dieser Weg jetzt umsonst. Wenn nein, hätte ich dann sowieso hinlaufen müssen. Mal sehen, was zutrifft. Ich kann ja hier in der Zwischenzeit, wenn ich da hinlaufe, ich würde gerne dann noch den Wasserschreiter hier eigentlich betätigen. Was ist denn da los? Erbstücke, Vorlagen, Sets. Genau, ich wollte jetzt dann eigentlich noch schauen. Antorus, ja gut, Sets. Ihr seht, ich mache nicht gar so viel, aber ich hätte gern halt immer welche, aber ja. Und ich werde hier angegriffen ohne Ende. Und das ist irgendwie gerade ziemlich bescheiden, muss ich sagen. Und ich brauche... Energie nicht. Ich brauche nicht, sondern ich hätte gern irgendwann mal dann ein Set, wo man dann halt auch die Dings sieht. Ah, okay, warte mal. Wir können hier umsteigen. So, Filter. Haben wir hier irgendeinen Filter? Also ein PvP habe ich nicht dran. Okay. Okay, okay, okay. Normal, heroisch. Schlachtzugsbrowser. Und mythisch. Okay. Ja, das sind halt die unterschiedlichen Farben dann. Na, mal komme ich da? Blutfluchs. Okay, wir sind schon fertig. Wir laufen jetzt wieder zurück. Das finde ich sehr gut. Und das haben wir natürlich wieder zugemacht. Ich brauche irgendetwas, was die Tattoos zum Vorschein bringt. Die Frage ist halt nur, was passt halt auch zu einer Drehnei? Also zu so einem Ziegengerät? Stelle ich mir gerade die Frage, ob man eigentlich die Mythisch-Raids gehen kann.
im Single-Ding. Das würde mich interessieren. Nee, Schlachtzugsding kann ich gar nicht mehr besorgen. Die Schlacht im Okrima. Aha, doch. Hä? Wieso? Ja, doch. Nein. Ich meine, manche Sachen schauen ja schon also voll angezogen auch cool aus, ne? Verdammt cool, nämlich. Ich glaube, ich sterbe hier halb. Sieht das cool aus. Na gut, aber wir lernen jetzt erstmal hier runterlaufen. Zur Nummer 6 kurz geschnappt. Speer markieren. Okay. Ich bin eh noch nicht da. Ich kann hier also noch weiter gucken. Cookie, cookie. Und wir haben hier zwei von... Also ich habe zwei Sets vollständig von 49. Ja. Lasst mich alle in Ruhe. Also geschmolzener Kern. Aber wie habe ich denn bitte... Ach, ich habe die beiden Sets fertig, die generell für Stoffklassen gelten. Ja, ist ihm klar. Also eigentlich ist es logisch. So. Wir haben hier ein kleines Problem. Speer markieren. Wie sehen die denn aus? Gezeitenrufer. Aha, da haben wir einen Speer. Damit ich zu diesen dämlichen Speeren komme, muss ich sowieso die Leute. Ich muss näher heran. Ja, Paulina, ist ja schon gut. Habe ich da mehrere Speer? Ja. Das finde ich gut. So. Du wirst mir keinen Schaden zufügen. Haben wir uns verstanden? Speer markieren. So, den haben wir markiert. Dann, den werden wir markieren. Entweder brauche ich den später oder er hat irgendein Quest-Item. Zu weit entfernt. Nö, nö, das bildest du dir ein. Also, das ist kein Speer. Bam! Boah! Macht aber ganz schön viel Schaden. Das sollte ich vielleicht öfters mal verwenden. Habe ich eh so eine coole Fähigkeit? Die sollte ich auf CD halten. Oh ja, seht ihr? Wir haben hier einen Quest-Gegenstand. Schandflosses Anhänger. Ihr untersucht den sehr simplen, angefertigten Anhänger und stellt fest, dass der Kristall ganz sachte pulsiert. Er leuchtet ein wenig, aber ihr spürt auch, dass irgendetwas unnatürlich davon ausgeht. Ihr seid euch zwar nicht sicher, was Schandflosse zur Anfertigung dieses Anhängers getrieben hat, aber der Fund scheint zu wichtig, als dass er ignoriert werden könnte. Ihr solltet ihn jemanden bei der Blutwacht zeigen. Machen wir natürlich. Wir sind ja verantwortungsbewusst. Da haben wir noch ein Speer. Kann ich den markieren? Nein. Wie viele Speer brauche ich eigentlich noch? Ah, okay, es war das letzte.
Will mal schauen hier. Gegner innerhalb von 5 Metern. Okay. Das heißt bei... Oh, wie geil. Oh, wie geil. Okay, nächstes Ziel. Was haben wir denn hier? Wasserstinkmorchel, Blutpilz, ruinöser Birken, Sporling, Sprössling. Teufelszapfenfungus. Materialien zusammensuchen. Hä? Habt ihr gewusst, dass Sammeln von Pilzen gefährlich ist, was sehr von Pilzen ist? Eine unerforschte Stelle werdet ihr 4 Arten finden. Sicher, dass ich das hier so finde? Einfach mal hier die Pflanze kaputt. Pflanze kaputt. Das ist aber irgendeine andere Quest. So, bereit zur Abgabe. Das können wir mal ausblenden. Das können wir hier auch mal ausblenden, weil die haben wir schon fertig. So, was finden wir denn? Finden wir bei dir irgendwas? Nö, bei dir finden wir nichts. Den finden wir auch nichts. Ich finde das gerade... Ah. Ich bin außer Reichweite. Och, nö. Ja, wieso glitzert denn das nicht? Es ist ja voll beschissen. Stirb die Sau. Sollte mir vielleicht das hier... Ich muss näher heran. So. Den hätten wir mal. Ah, das sind jetzt Pflanzen. Ah, super, da wäre nämlich auch einer gewesen. Haha. Wären jede Menge gewesen, wo ich nichts kaputt machen hätte müssen. Grrr. Das ist also noch die Frage, wo finde ich die anderen Sachen? Achso. Bin ich sowieso auf dem falschen Ding. Aber was finde ich denn hier eigentlich bei diesen Viechern? Warte mal, hier. Ich habe kein Ziel. Yeah, wie geil ist denn das? Der Strahl der Kristallsplitter. Mhm. Also den Fungus hätte ich ja schon mal. Schau, jede Menge Pflanzen, aber das hat jetzt die viel zu lange. Viel zu lange CD. Verderbter Trient. Ah, der hat das glaube ich auch, gell? Hm. Was finde ich hier? Hier finde ich was. Blutpilz. Aha. Wie bescheiden ist das dann? Jetzt muss ich da ganz rüber. Naja, was soll's. Trinken wir in der Zwischenzeit noch etwas Tee. Achso, jetzt habe ich hier zu wenig Tee. Ich kann meine Tasse nicht voll machen.
Wir laufen gegen eine Wand, gegen einen Baum in dem Fall. So, was finden wir hier? Was? Stinkmorchelkieme. Muss ich den Scheiß tauchen oder was? Hallo. Stinkmorchel. Wer hätte das gedacht? So, und wo müssen wir jetzt hin? Aha, da ganz drüben. Super. Ja. Eventuell hätte ich beim Rückweg gleich ein bisschen besser schauen sollen, aber... wie heißt es so schön, man lernt aus seinen Fehlern oder irgendwie so? Irgendwie sowas in der Art war da mal. So, und hier soll jetzt wieder irgendwas anderes sein, gell? Schon was. So, dich und dich. Aha, das ist auch was. Ja, entkommen. Okay. Weißt du? So. Und so. Bam! Das finde ich geil. Das finde ich einfach nur geil. So, wir haben alles. Also alles an so komischen Zubereitungsgeschichten. Jetzt können wir hier in Ruhe zurückreiten. Dann werden wir uns zuerst die Glyphe holen und dann werden wir hier die Blümchen da und die, ja, die Blümchen kaputt machen. Wieder mit diesem Urteil des Lichts. Lasst mich alle in Ruhe. Ruft einen Blitz aus heiliger Energie herab, der nach 3 Sekunden Gegnern innerhalb von 5 Metern 496 Heiligschaden zufügt. Blöd wird halt nur dann, wenn ich dann mal, keine Ahnung, gefühlte 10 Gegner habe, also Dings habe und die das dann nicht so machen. Also der Schaden dann nicht ausreicht. So, wir haben hier... keine Quest zu machen. Oh, okay. Kenne deinen Feind. Ich werde ihn dann gleich mal kennenlernen. Och nö, lass mich in Ruhe. Was haben wir? Das war sicher irgend so ein Fangpad. Muss ich mal gucken, ob ich das hab. Ach. Ich muss ja gar keinen töten. Doch, ich muss hier wen kaputt machen. Dem war aber offensichtlich nicht so. So, wir haben hier ein kleines Pad. Da ist es. Genau, Felshetzer. Felshetzer, was? Jungtier. Schauen wir schnell. Wildtierführer. Felshetzer, Jungtier. Oh, wir haben das sogar in Rare. Unter Stufe 5. Dieses Haustier kann nicht gehandelt werden, okay. Dann halt nicht. Dann lassen wir das. So, jetzt werde ich das mal probieren hier mit mehreren Charakteren. Mehreren Charakteren, sage ich, mit mehreren Angreifern. Meine Uhr klingelt schon wieder, also beziehungsweise vibriert schon wieder. Sie klingelt ja nicht, sie vibriert. Aber ich will das jetzt noch ausprobieren. So, wo haben wir denn mehrere Blümchen? Da haben wir ein Blümchen. Da waren, glaube ich, so viele, gell?
Oder auch nicht. Ja, passt schon wieder. Okay, warte mal hier. Dich brauchen wir, dich brauchen wir, dich brauchen wir und dich brauchen wir. Dann hätten wir ja schon mal 4 auf einen Haufen. So. Das. Das. Und den. Ist das geil. Ich finde das so toll. Na gut, aber ich werde jetzt hier erstmal fürs Erste einen Cut machen und freue mich, wenn ihr dann in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin, ciao, ciao.